Das Leben in Minecraft kann da echt schwer sein. Vor allem, wenn andere und stärkere Spiele es auf einmal abgesehen haben. Denn heute zeige ich euch 5 geheime Eingänge, die eure Freunde nie finden werden. Und Grüße genauso an Luilu. Und schreibt mir einen Kommentar, habt ihr schon mal eine geheime Base für euren Freunden gebaut? Okay, fangen wir mal mit so einer Lava-Base. Also wisst ihr, Leute, in der Wüste findet man ja mal ab und zu mal so eine kleine Lava-Seen hier. Und diese sind doch perfekt an eine Base, oder nicht? So, jetzt zeige ich kurz mal diese Base da. Und zwar, wenn du in die Lava reinspringst, sieht das halt einfach, in unserem Geheimraum einmal sind. Und das, Leute, ist wirklich ganz, ganz einfach. Und dann müsst ihr einfach nur oben, da wo die Lava einmal abgrenzt wurde, halt einfach nur einen Schilder platzieren. Und dann auch nochmal 2 Blöcke und drunter halt eben auch nochmal Schilder placen. Da können wir nämlich zwischen den Schildern einfach mal Wasser machen. Und dann oben den Bereich halt einer mit dem Lava ausfüllen. Und fertig, Leute, im Prinzip Wasser schon. Denn wie ihr seht, wir springen mal in die Mitte rein, ja, und wir sind an unserer geilen Base. Du kannst nicht auch von mir, Leute, wenn er reinspringt, dann halt aber auch noch Shift nach gedrückt, damit er einfach schneller nach unten kommt. Das heißt, kann es euch immer passieren, Leute, dass ihr eben, bevor in eure Base kommt, halt eben ja schon verbrennt. Okay, die nächste Base hat auch etwas mit Lava zu tun. Aber diese Base ist eher was für Leute, die nämlich gerne ihre Base in einer Mine bauen. Und so wie ihr mich hier schon seht, Leute, baut doch mal eine Lava, so nur so einen kleinen Lavafall hier. Und hinter diesem Lavafall, Leute, müsst ihr nur eine Lore placen, um halt eben da reinzukommen. Und falls ihr Angst habt, dass das eure Freunde rausfinden, macht dann dasselbe wie ich hier. Und so, ihr wisst ja, dass man durchbilder durchgehen kann, ja. Und so müsst ihr dann einmal an der Seite einmal Lava hinmachen und einmal so ein Bild. Man würde ja denken, okay, gut, in der Lava würde ich ja sterben und durchs Bild würde ich irgendwie weiterkommen. Naja, falsch gedacht. Und so, Leute, werden eure Freunde sehr, sehr wahrscheinlich dann einfach so durchs Bild laufen, ja, und dann werden die halt eben in der Lava hier sterben. Denn der richtige Weg ist natürlich die Lava. Und das ist eben dasselbe wie bei der Lava-Sea-Base, Leute. Einfach Lava placen, ein bisschen Wasser und schon seid ihr in eurer Base drinne. Ihr müsst halt nur gucken, Leute, dass eure Freunde Lava mit Wasser zum Beispiel auch nicht wegmachen, ja, weil sonst habt ihr immer hier ein kleines Problem. Und ich finde, Leute, das ist doch viel, viel einfacher, als beispielsweise so ein kompliziertes Piston-Redstone-Konstrukt zu bauen, ja, um auch selber ihn zu erreichen. Gut, ihr müsst ja gucken, wie ihr wieder rauskommt, ohne dabei in der Lava selber zu sterben, aber ja, das ist nicht mein Problem. Okay, Leute, die nächste Base ist ein bisschen komplizierter. Und ihr seht, hier ist auch ein Baum. Und ihr würdet zwar jetzt sagen, ja, hier ist ein Baum, schön, aber was nun? Na, Leute, unter diesem Baum ist halt einmal eine fette Base. Und da seht ihr, Leute, auch ringsrum vom Baum her ist kein Knopf, kein Hebel, kein irgendetwas. Und dann müsst ihr mich vor dem Baum einmal mit einer Holzhacke das Gras eben ja beackern oder behacken. Und dann seht ihr, Leute, ist nämlich hier ein Knopf. Und wenn wir diesen Knopf reindrücken, Leute, dann seht ihr, dass er durch der Pistons eben hier nach unten kommen. Und ich weiß, diese Base hier ist nicht so schön aus, Leute, aber wir sind einfach mal die Ideen ausgegangen. Und Leute, allzu schwer ist das halt eigentlich gar nicht. Denn seht ihr, ihr braucht eigentlich nur 3 Pistons und halt eben einen Knopf. Und so müssen euch die Pistons, Leute, nämlich durchgehend bepowert werden. Außer eben ein Knopf, dann ist das Rest eben aus. Und so, Leute, jetzt wird mal den Knopf, um es euch einmal kurz zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Ja, zuerst fährt dieser Pisten runter und dann eben ja die anderen beiden Pisten. Also dieser Pisten hier, Leute, ist dafür zuständig, dass dieser Block hoch und runter geht. Und dieser Pisten ist dafür zuständig, dass dieser Pisten den Block mal hoch und runter macht und halt eben beiseite geschoben wird. Und der andere Pisten ist dafür zuständig, dass der Block eben beiseite geschoben wird. Und wie ich sag, Leute, also schwer ist das eigentlich auch nicht. Ich halte davon sowas gar keinen Arm, Leute. Ich habe ein bisschen rumgespielt und nach circa 10 Minuten habe ich es auch hinbekommen. Okay, ich sage so mehr der Typ, der gerne Base unter Wasser baut. Kein Problem, denn für euch habe ich ja auch was. Und so eignet sich das nämlich am besten in so einem Korallenbiom hier. Und so müsst ihr euch nämlich eine Koralle aussuchen, die jetzt nicht so auffällig erscheint. Ich habe zum Beispiel auch diese rote hier genommen. Wenn man da reingeht und da sieht, dass das einfach schon zu einem Eingang dann nach unten geht. Sollte einfach nur ein bisschen reintauchen und sieht auch schon gleich am Eingang, ist auch noch so eine Falltür, um halt nun mal eben auch wieder rauszukommen. Und dann, ja, im Prinzip war es das eigentlich schon. Den Rest, wie den Raum gestaltet, ist eigentlich euch überlassen. Warte mal. Wo sind eigentlich die ganzen Fische hin? Sind vielleicht ausgebrochen. Okay, Leute, schnell raus, schnell raus. Nein, Leute, alles gut, die Fische sind hier. Ey, ihr habt mir so einen Schrecken eingejagt, das dürft ihr nie wieder machen. Warte mal, wie konnten die Fische aus dem Aquarium fliehen und wieso bin ich ein Keks, der sich nicht im Wasser versetzt? Leute, ich habe eben gerade ein bisschen Angst. Okay, eine Base unter Lava oder unter Wasser ist nicht so euer Ding. Naja, wie wär's denn mit einer Basis unter einem Tempel? Und so, Leute, funktioniert das im Prinzip genauso wie beim Baum. Und so, wir laufen hier über einen Druckpfeil, Leute, und dann seht ihr, dass sich hier ein Block halt eben freisetzt. Und wir dann halt mal eben an unsere Base kommen. Und so, Leute, so sieht das Ganze aus. Es ist im Prinzip dasselbe wie auf einem Baum. Und wie gesagt, Leute, wenn ihr das einmal gemacht habt, dann ist es eigentlich ganz easy. Kleiner Tipp hier auch noch, Leute. Ich würde vielleicht den Loot in den Kisten so lassen, falls dann mal andere Spieler kommen. Weil diese werden nämlich sehr, sehr wahrscheinlich nur die Druckpfeile abbauen, ein bisschen Loot dann an wieder abhauen. Und ich denke mal nicht, dass sie vermuten, dass unter dem Tempel halt einfach mal eine Base ist. Ja, Leute, das waren 5 Geheimgänge, die eure Freunde nie finden werden. Und schreibt mal einen Kommentar, habt ihr schon mal eine Geheimbase von euren Freunden gebaut? Weil ich habe das mal einmal gemacht, Leute, und habe da noch richtig reingeschissen. Aber solltest du noch sein und gefällt mir ein Konto, dann kannst du natürlich noch gerne kostenlos ein Abo lassen. Gerne noch die Glocke aktivieren, kann weiter auf diese verpassen. Du hast ein Like, Freund. Und immer noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao.